Zur dynamischen Kniestabilisation wird sich zunächst in Hüftbreite gestellt. Zwischen den Füßen soll nicht mehr als eine Fußbreite Platz bleiben. Dann begibt man sich in Ausfallschrittposition so, dass das vordere Bein im Kniegelenk ca. 90 Grad gebeugt und dann im fließenden Wechsel bis 60 Grad gestreckt und wieder auf 90 Grad gebeugt wird. Nach 10 bis 12 Wiederholungen Beinwechsel, davon 3 Sätze. Die Arme arbeiten in gegengleicher Bewegungsfolge mit.